Vielen Dank für die nette Einleitung, sehr geehrte Damen und Herren. Wer ist gegen Kreislaufwirtschaft? Und wer findet es irgendwie falsch, dass man möglichst ressourcensparend bauen bzw. planen oder transportieren muss? Man spart CO2, man hat Innovationskraft, man schafft Energieeffizienz in allen möglichen Formen. Eigentlich finden das alle gut und alle richtig, so auch ich. Und im Grunde kann man nur sagen, mehr davon. Es wäre allerdings langweilig, wenn wir uns nur in unseren positiven Haltungen bestätigen wollen. Und ich jedenfalls muss natürlich als Politiker Ihnen nicht erklären, als Fachpublikum, was die nächsten Phasen beim Leichtbau sind, wo noch Innovationspotenziale zu heben sind. Ich muss überlegen, wie können wir einen Markt aufbauen. Und die Instrumente sind klassisch im Grunde. Man kann fördern, man kann regulieren, man kann verbieten. Das sind im Kern die Kernbestandteile, die Politik immer zur Verfügung hat. Und reden und erklären kann man auch noch. Aber das ist sozusagen dann, sagen wir, die Trägersubstanz für die eigentlichen politischen Techniken. Und das versuchen wir zu erfassen in der Leichtbaustrategie, die wir noch vor den Sommerferien vorstellen wollen und dann natürlich noch immer weiter beraten. Solche Strategien sind ja Bündelungsprozesse. Das heißt, wenn sie da sind, sind sie Einladungen, weiterzumachen. Und am Ende muss aus Strategie Wirklichkeit werden. Hätten wir 100 tolle Strategien, aber nichts in der Wirklichkeit geschaffen, was wäre das eigentlich für eine Regierung? Und damit bin ich bei meinen Fragen, deren Antwort hoffentlich meine Kollegen mitnehmen und die wir in diesen 2 Stunden entlasten können. Wenn alle der Meinung sind, dass Leichtbau überlegen ist vor Schwerbau, wenn alle der Meinung sind, dass Circular Economy, um Rohstoffe zu schonen und Umwelt, Natur und Klima zu schonen, richtig ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir mehr davon, wie erschließen wir die Segmente, die noch nicht da sind, wo wir sie haben wollen. Und das Erste ist, wie gesagt, die Förderung, die bei uns vor allem Forschungsförderung ist. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe LinkedIn-Community. Das war jetzt hier der Tag 2 auf dem Lightweighting Summit des BMWK. Ihr seht, hier nach dem Lightweighting Summit bin ich nochmal am BMWK Stand und wollte euch kurz ein Zwischenfazit geben. Also, am besten hat mir der Spruch gefallen, wir haben nur diesen einen Planeten. Und ja, diesen einen Planeten gilt es eben zu schützen. Ganz starke Panels hat es heute gegeben zu Recycling und Kreislaufwirtschaft. Und mich hat es natürlich sehr gefreut, dass sowohl Kreislaufwirtschaft, Circular Economy als auch der Leichtbau eine Aufgabe der Bundesregierung sein wird. Also nicht nur BMWK, sondern es geht noch eine Ebene höher. Da freut es mich, dass hier natürlich entsprechend die Kräfteverhältnisse noch weiter in Richtung Lightweight und Leichtbau gehen. So, das war's dann heute von der Hannover Messe. Leider kann ich nicht viel mehr anschauen von der Hannover Messe, denn sie ist enorm groß, logischerweise. Von daher bewege ich mich hier in dem Ökosystem vom Leichtbau. Und morgen geht's weiter bei der Firma AZL in Aachen. Da machen wir einen Drop Tower Test. Also Composites werden wir kaputt machen, absichtlich. Eines meiner Lieblingshobbys. Und wir werden einmal ein Composite anzünden, also einem Feuertest unterziehen. Seid dabei. Und nächste Woche, seid dabei, geht's weiter mit dem Vlogging auf der Jack in Paris. Bis bald. So, das war's. Jetzt können Sie durch.